Ja, liebe Kanufahrerinnen und Kanufahrer, und da hat man mich in das ganz kalte Wasser geschmissen, denn eigentlich sollte der Bürgermeister hier einige Worte sagen, wird er auch sicherlich tun, wenn er nachher nur eine Stunde Verspätung ankommt. Deswegen werde ich mich darauf beschränken, hier mit Frank die Pokale und Urkunden zu vergeben. Und aber ganz persönlich, das habe ich schon so oft gesagt, hier aber auch bei den Ruderern. Und ich kann das immer nur wiederholen, was mir hier so gefällt, das ist dieses Familiäre. Also es ist ein Zusammenhalt, der bei mir im Verein mit 1700 Mitgliedern gar nicht so machbar ist. Das imponiert mir, macht mir Spaß, deswegen komme ich auch immer gerne hier hin. Der Frank wird euch sicherlich sagen, ja, und weil es was zu essen gibt, da hat er auch recht. Und ansonsten lass uns jetzt beginnen mit der Verteilung der Pokale, der Ehrung derjenigen, die sich diese Pokale und Urkunden verdient haben. Ich danke euch.